Hallo zusammen, wir stehen jetzt hier gerade vor dem Stellwerktheater, wo wir eine Generalprobe besichtigen dürfen von einem Stück, was demnächst anläuft. Das Ganze wird ein bisschen interaktiv, so wie uns versprochen wurde, und das wollen wir uns jetzt mal angucken. Herzlich willkommen im Stellwerk zu Beheimaten. Es geht natürlich um Heimat und das Thema. Heute für uns hier einen kleinen Testlauf. In 3 Tagen ist Premiere am Samstag, 19 Uhr. Ihr könnt gleich zuhören hier. Wir brauchen das, um einfach mal abzuchecken, wie das mit dem Publikum läuft. Weil Performance kann man ja nicht so wirklich proben. Das passiert einfach so. Und hier haben sich ja 4 Spieler ganz viele Gedanken gemacht. Gleich eine erste interaktive Aufgabe. An Sie. Okay. Jetzt hier Ihren Vornamen und einen Begriff, den Sie mit Heimat verbinden. Das wäre schön. Ja, hier ist ein Stift. Na? Das machen wir doch mal. Gibt es da noch eine Eintrittskarte? Mhm. Okay. Dankeschön. Ja. Jetzt geht's los. Jetzt wollen wir uns das doch mal anschauen. Was war eure schmerzlichste Kindheitserinnerung? Ihr habt ja am Einlass bereits eine Karte mit einem farbigen Punkt drauf bekommen. Und jede dieser Farben bildet nun ein Team. Ja, dann wollen wir doch mal mit der Gruppe mit den blauen Punkten mit. Arbeitszimmer, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin die Leiterin dieses Projektes. Ich sage immer absichtlich nicht Regie, weil es gar keine klassische Regieform ist, wie man es halt kennt, sondern wir auch viel gemeinsam erarbeitet haben und ich eher so die Impulsgeberin war, würde ich fast sagen, für die Sachen, die wir gemacht haben. Und ich wurde vom Stellwerk angefragt aufgrund meiner Tätigkeit in einer anderen Performancegruppe namens Dramazone, die hier beim Festival mal ein Gastspiel hatten und Sie hätten gern was in der Art hier für Stellwerk und deswegen haben wir das Projekt hier entwickelt. Jetzt ging es hier um das Thema Beheimaten. Wie seid ihr denn darauf gekommen oder was habt ihr für Erkenntnisse in der Produktion gewonnen? Oh, die Erkenntnisse sind, machen wir später. Auf die Idee, ich muss ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht mehr. Das ist so im Gespräch mit der Leitung hier mit Katrin entstanden, dass sie sich wünschte, könnte schön sein, wenn es einen Weimar-Bezug gäbe. Und ich habe gesagt, klar. Heimat könnte ein Thema sein und meine Gruppe Dramazone hat sich auch schon mal im Projekt mit Heimat beschäftigt. Wäre quasi der Abschluss der Trilogie sozusagen. Und deswegen sind wir drauf gekommen und die Erkenntnisse kann man, glaube ich, gar nicht zusammenfassen. Weil wie man ja auch merkt, wenn man sieht, es gibt einfach ganz viele Impulse. Also das ist ja auch das, was wir geben wollen, auch gar nicht die eine Botschaft oder die eine Erkenntnis, sondern ganz viele Impulse, die man sich dann weiter beschäftigen kann. Jetzt möchtest du vielleicht noch mal einen Aufruf machen. Sag doch noch mal, wann es losgeht, wie oft ihr auftretet und wie man euch dann am besten besucht. Also, wir fangen an am Samstag, den 7. März, 19 Uhr ist die Premiere hier im Stellwerk. Gleich am Sonntag, den 8. 19 Uhr ist eine zweite Aufführung. Und Montag, 10 Uhr, ist für Schüler angesetzt, vielleicht
kommen auch ganze studentische Klassen, weiß ich nicht. Und dann geht es im April weiter am 15. abends 19 Uhr und am 16. 10 Uhr vormittags. Und das geht dann im Laufe des Jahres immer wieder ein-, zweimal pro Monat im Spielplan des Stellwerks hier. Alles klar, also da ist viel geplant. Vielen Dank, dass wir jetzt dabei sein durften bei der Generalprobe, uns das angucken durften. Und ihr konntet euch ja jetzt auch schon mal ein Bild davon machen.